Direkt nach dem Spiel ist man natürlich erstmal glücklich, eine Runde weiter zu sein und seinen Teil dazu beigetragen zu haben. Aber man muss auch im Großen und Ganzen sehen, dass es nicht so souverän war und ja, dass ich auch selbst viele Chancen verballert habe. Die ersten 20 Minuten waren wir noch nicht so drin. Ab dann waren wir komplett überlegen die ganze Zeit. Wie gesagt, viele Großchancen gehabt, müssen einfach früher die Tore machen. Pfosten, Latte, was weiß ich, irgendwie war alles dabei. Dann kriegen wir ein ärgerliches Gegentor, weil wir hinten dann ein bisschen fahrig sind. Und gleichen dann zum Glück in der 89. nochmal aus. Man hat einfach gemerkt, dass wir das unbedingt erzwingen wollten, uns dann auch erzwungen haben. Mit Sicherheit können wir uns leichter tun. Ja, ich denke auch, das hat sehr, sehr gut geklappt. Also ich war 4, 5 Tage war ich ja erst da, aber ich habe direkt von der ersten Minute irgendwie mich aufgenommen gefühlt und auch gutes Verständnis gehabt mit dem Team. Habe ich da nahtlos irgendwie reingepasst und ja, war natürlich super, dass wir das dann noch drehen konnten, irgendwie dann im Elfer schießen. Ich denke, so ein Spiel ist auch gerade für die Mentalität, auch für die Mannschaft unter sich super wichtig und da lernt man total viel draus und das schweißt auch zusammen. Ja, und wenn man dann mit einem positiven Ergebnis noch da rausgeht, das ist, denke ich, richtig gut. Wir haben jetzt auch nochmal durch die Neuzugänge Qualität dazu gewonnen und das ist extrem wichtig, dass man dann in so einem Spiel auch nachlegen kann. Und auch in der Liga wird das wichtig sein, dass man dadurch, dass man jetzt auch das erhöhte Wechselkontingent hat, das ausnutzen kann und dann halt auch Qualität nachlegen kann. Jetzt Leipzig, Heimspiel, hoffentlich bis dahin auch mit 13.000 noch. Und das wird ein Highlight und ich glaube, wir freuen uns alle riesig drauf und können es kaum abwarten, wieder auch vor so vielen Zuschauern zu spielen. Ich hoffe, dass so viele kommen wie möglich und ich freue mich einfach, wieder vor vielen 05ern zu spielen.